Ja, 4 Sterne haben wir jetzt. Und jetzt geht's weiter in diesem schönen, beschaulichen Seestädt. Seestädt hieß es, glaube ich. Kaufen, bitte dies, bitte das. Okay, was ist mit euch? Kundschaft, bitte sehr, bitte gleich. Ziesling-Keks. Ik. Okay, und den Gag mit dem Preis von 69 hat sich Nintendo auch nicht nehmen lassen, ne? Wir haben keine Rüstung hier, das ist schade. Vielen Dank. Ich habe gar nichts gekauft. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Der 5. Monat, Ehre. Vielen Dank. Tief am Meeresgrund liegt ein Schiffswrack. Rens and MacForest ist seit 5 Monaten eine Ehre. Rens NMCFH. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Ja, was das? Sag mal, was heißt das da? Halleluja! Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Alter! Vielen Dank für die 11 Gift-Subs. Digga, was geht ab? Ganz viel Ehre und Liebe und... Alter! Du bekloppter Heini, ey. Da hast du dich glatt mal auf Platz 2 geschleust da oben. Ehre, wem Ehre gebührt. Vielen Dank. Sehr nice. Ja, ey, die ihr jetzt ein Abo geschenkt bekommen habt, freut euch, endlich keine Werbung hier mehr bei dem blöden Gerste. Und freut euch auf ganz viel Retro-Kram und ja. Habe ich übrigens schon gesagt, was ich als nächstes zocke? Wenn ich hiermit durch bin, wird's... Platz 1, ich komme noch. Sehr gut. Hiernach wird es das Final Fantasy VII Remaster geben. Tatsächlich, weil im Februar soll der 2. Teil rauskommen. Deswegen, wenn wir Super Mario RPG durch haben, geht es quasi direkt weiter mit Square. Und dann gibt's das Remaster von Final Fantasy VII, wo ich auch richtig Bock drauf habe, was ich auch noch nicht gezockt habe und auch nur ganz wenig gesehen habe. 11 Gift-Subs, Alter, du Heini, ey. Danke. Katze, ja. Nali. Komm, habe ich hier überhaupt... Ich habe gar keine Leckerlis mehr für Nala hier. Ich habe keine Leckerlis für dich hier, Else. Sieht man dich ja. Jo, mach das. Vielen Dank nochmal. Dem bösen Piraten Jonathan Jones. Er ist ein schlimmer Finger. Ein Stern ist ins Meer gefallen. Womöglich hat ihn nun der böse Pirat. Wie hieß er noch? Süß, klein und nervig. Und alle Abonnenten haben ja auch das schöne Nala-Emote. Ich hätte gerne aber noch was gekauft hier bei euch, waffentechnischer Art. Oh, das ist mal, gibt's hier nur Läden? Na gut, ist eine Hafenstadt, ne? Warte mal, was war da? Ne, das war... Jo, was meint er denn da oben? Sie sammeln sicher Sterne, oder? Ihnen fehlen nur noch 3 Stück. Ja, aber woher weißt du das? Wenn sie ins Meer wollen, dann müssen sie in die Strudel hineinspringen. Der versteckt sich da. Den Dorfältesten finden sie in seinem Haus. Die Dorfbewohner schätzen ihn sehr. Was ist hier los? Die drehen sich und drehen sich und drehen sich. Sicher das Haus vom Dorfältesten. Was ist hier oben noch? Nichts. Doch. Da kommen wir bestimmt... Gucken wir gleich. Da kommen wir bestimmt rein. Da kommen wir bestimmt nur über den Schornstein rein. Dies ist das Gasthaus. Übernachtung kosten nichts. Ja, nehmen wir. Wie Sie wünschen. Alter, du Creep! Thank you.
Sie dürfen hier nicht rein. Dieses Heim ist geheim. Nee, da gibt's nichts. Okay. Hihihihi, endlich. Hast du ja auf dich warten lassen, Kumpelchen. Ich bin der Dorfälteste hier. Der Kaffchef sozusagen. Bin hier der Größte, kapiert? Ich verstehe mich eben auf Karriere. Die richtigen Leute kennen ihnen gefallen. Sowas kann ich, glaub's mir. Jedenfalls ist neulich ein Stern hier vom Himmel gefallen und zwar drüben ins Meer. Den brauche ich. Haut ab und bringt ihn mir, klar? Die sind alle viel zu garstig dafür, dass es richtige... Wer bist du denn? Ich grüße dich, du bist Mario, stimmt's? Kennst du mich noch? Wir trafen uns bereits am Quackenquell. Da hatte ich noch Schweif und Kiemen. Früher war ich mal weise Quacks Schüler. Doch nun bin ich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Hier in diesem Ort ist es jetzt so unheimlich still. Was hier wohl los ist? Ach, was geht es mich an? Falls du Froschgroschen dabei hast, hätte ich übrigens Tolles zu verkaufen. Jo. Erfahrungsturbo, okay. Münzanhänger. Okay. Also die beiden sollten wir uns safe holen. Ja gut, und mehr können wir uns jetzt auch noch nicht holen. Kommen wir da noch durch den Schornstein? Gut, dann gehen wir mal zum Schiffswrack. Geile Mucke. Bist du? Schau an, Kundschaft. Ist ja schon länger her, dass sich irgendwer in diese Tiefen verwirrt hat. Ah, guck an. Ich meine, wir kämpfen zwar nicht mit ihm, aber oha, Abwehr plus 15. Sie kriegt safe das Matrosenkleid. Ja, machen wir. Das machen wir nicht. Gruppenreinigung. Im Besitz, was? Sehe ich irgendwo? Ach ja. Du hast, da du was gekauft hast, verrate ich dir etwas. Das Schiffswrack, das hier ganz in der Nähe gesunken ist, wurde nämlich versenkt, und zwar von einem Riesenkalmar. Ein paar Leutchen haben sich hier aufgemacht, um es zu untersuchen, sind aber noch nicht zurückgekehrt. The more you know. Wo geht's lang? Hier oder unten? Obwohl, hier speichern ist gar nicht verkehrt. Und hier sind Kisten. Aber da kommen wir nicht hin. Aha. Da war ja auch nur Speichern, dann können wir da ja auch hin. Lol. Gucken wir erstmal weiter. Jo, ihr seid alles fein, das war mir schon fast klar. Okay, wir machen halt immer noch gut Damage, also von daher.
wir nehmen die alle mit. Boah, hier ist schon so viel. Das ist aber, ey, geil. Ich habe hier gerade Feuerwerk. Wie schön. Das ist wohl eine Batterie. Ja, schön. Oh, lol, 10? Alter. Hi, Luna Schuschu. Es geht ab. René ist gerade im Lurk. Der muss erstmal was futtern. Ja, der hat eben mit der Subkeule um sich geworfen. Oh, lol. Bremsen. Ja, wir nehmen alle mit, was soll's. Für die XP. Oh. Ein Qualmar. Schlecht. Sexy Dance. Schlecht. Wieso kassiert er eigentlich so krass viel Damage? Lol, okay. Hätte ich gerne noch reingewollt. Oh, und hier sind keine Gegner mehr. Müll. Okay, da ist auf jeden Fall der Strudel. Hätte ich hier reingemusst? Ah! Nice. Da kommen wir noch nicht hoch. Was ist hier? Hier ist draußen. Okay. Dann wird das hier. Wie cool dieses Game einfach gemacht ist, ey. Ich lieb's. Ein Maximumpilz erhalten. Okay, das war jetzt nur einmal, um uns zu zeigen, wie das funktioniert anscheinend. Na, komm her. Erstmal einmal gucken, was hier so geht.
Ja, was ist hier mit den Muscheln? Können wir die sammeln? Ich brauche uns hier auf Stars noch ein paar. Das auch. Ach, warte mal. Hä? Wir gehen erstmal hier. Okay, die bringen uns nach oben. Ist da hinten eine Höhle? Nee. Ach, ich kann unter Wasser auch springen. Natürlich kann ich unter Wasser auch so hoch springen. Ist ja logisch. Müssen wir jetzt auf Schiffswrack. Hier hängt eine Logbuchseite. Das ist das Ende. Ein monströser Riesenkalmar hält unser Schiff im Klammergriff und wir beginnen zu sinken. Okay, ist nicht gut. Oh, was seid ihr? Jo, was ist hier los? Schlecht. Au. Sag mal, was passiert hier? Okay, machen wir den einen erstmal platt. Oh, 27 Damage? Alter. Schüssi. Ah, Black Rose auch am Start. Moin Sen. Doppelte Erfahrung. Let's go. Ja, René hat sich erstmal mit Gift-Subs in den Lurk verabschiedet. So sollte man das auch tun. Dampf erlernt. Das ist echt Wumpe, weil wir kämpfen eh nicht mit ihm, aber ist okay. Hier liegt eine Logbuchseite. Die Schatzraumtür ist mit einem Kennwort aus 6 Buchstaben gesichert. 6 Hinweise muss jeder finden, der eintreten möchte. Okay. Welches ist denn die Schatzraumtür? Komm ich hier nochmal um. War das die Schatzraumtür? Nee. Ach, hier ist ein Speicherpunkt, okay. Das Ungetüm ist im Schatzraum eingesperrt. Die Schätze werden zwar mit dem Schiff sinken, doch das ist mehr als einerlei. Mein Gott, ey. Legastheniker Gerste am Start wieder. Lieben wir. Aber auch dir natürlich einen wunderschönen Abend. Oh, komm her. Komm her für die XP. Ist nur einer, okay. Dachtest du etwa, du hättest nur einen morschen Knochenhaufen vor dir? Irrtum, Freundchen. Oh Gott. Alter, wie viel HP haben die? Alter. Okay, die machen kein Damage, aber... Junge.
Hä? Ach, warte mal. Hätte ich vielleicht nur mit... Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie nur deswegen gekillt habe, aber... Da geht es ja auch nur mit einem normalen Sprung. Ja, okay, ich kann die nur mit dem Sprung besiegen. Lol. Okay. Irgendeine Logbuchseite. Schnell lesen. 6 Hinweise an jeder von einer anderen Person. Sicherlich völlig unmöglich zu entschlüsseln. Okay. Er heilt Machino. Schon wieder Level up, alter Schwede. Wir haben noch keinen, oder habe ich schon einen Hinweis übersehen? Wahrscheinlich. Okay, das nehmen wir gerne mit. Okay, das war schlecht. Alter! Ultrasprung. Drücke beim Landen A, um erneut auf einen zufällige Gegner zu springen. Okay, krass. Okay, die kommen immer wieder. Hey, wo ist die Kiste? Die sind auf jeden Fall wesentlich schlimmer. Schlecht. Oh, KP voll ist sehr gut. Gut. Oh, extra Zug brauchen wir gar nicht. Mellow Up
Level up. Träumchen Schneemeister. Begrabe deinen Gegner unter einem riesengroßen Schneemann. Ach, dumm. Alter, das haut aber auch rein. Heidenei. Aber wir haben ja noch die... Haben wir nicht noch die... Gruppenknuddeln. Stelle KP der Gruppe wieder her und heile ihre Statuseffekte. Okay. So, dann haben wir doch Blumenkapsel. Jo. Nice. Aber das sind nicht mehr geworden, ne? Ne, dann können wir den platt machen. Komm her. Ja, genau. Gut. Okay. Warte mal, das sind 1, 2, 3... 6 Türen? Jo. Ey, die Mucke ist zu gut, ne? Oh, aber erst die drei Leute platt hier. So ist es nur einer. Achso, guck mal, da sind auch Kisten vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay. Hallo? Wo bist du denn? Sag mal, ich möchte gegen dich kämpfen. Ach so, warte mal. Ist das vielleicht das... Ist das vielleicht der Tipp? Eins ist irgendwie grün? Okay, warte mal. Jetzt schreiben wir uns mal auf. 1 ist Paracoupa. Coupa. Grüner Switch. 2 ist Springs. Blaue Kisten. Klammer 3. 1.
Oh, hier Rätselteil mit Ehre jetzt. Alter Schwede. Okay. Da bin ich wieder runtergefallen. Warte mal, das ist jetzt Ebene 2. Ist das Ebene 3? Hä? Wir gucken uns erst die anderen Räume mal an. Kommen wir in die anderen Räume, fällt mir jetzt gerade auf. Ach, wir kommen hier gar nicht mehr weg, lul. Okay. Katze, du bist gerade ein bisschen im Weg. Lol, okay. Kennwort enthält ein N. Okay. Dann müssen wir hier auch irgendwas machen. Okay, easy. Warte mal, fällt das jetzt? Okay, da muss es landen. Nein, das war falsch. So. Nein. Nein. So. Aha! Das Kennwort ist der Name von etwas, das man im Meer findet. Etwas im Meer. Okay. So, aber die Frage aller Fragen ist ja jetzt, wie kommen wir da? 3D-Irrgarten. Warte mal. Lol, okay. Nein. Nein. Oder? Ha! Einfach der Rätselmeister Gerste. Hinweis der zweiten Expedition. Das Kennwort hat 2 Silben. 2 Silben. 6 Buchstaben waren es, ne? Also mein heißer Tipp ist gerade Algen. Wir haben ein N, etwas, was man mehr findet, und 2 Silben.
Tschüss. Grüß dich, Wiedersehen macht Freude. Hast du noch irgendwas Cooles hier? Nö. Nix Cooles. Das Kennwort ist ja... ist der Name von kleinen Dingern, die man im Meer findet. Falls du nicht alle 6 Hinweise findest, kannst du vielleicht ein wenig raten. Kleine Dinger im Meer, okay. Komm, bis jetzt sind wir gut dabei. Oh, Alter. Könnte immer noch auf Algen hindeuten, vielleicht? Oh shit, vielleicht hätten wir wissen. Nee, ja. Ich glaube, wir müssen dem Coin Trail folgen. Kann das sein? Jetzt? Ich habe nicht alle eingesammelt, ne? Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Das ist wieder diese ISO-Perspektive, macht es wieder echt schwierig. Nein! Der ist halt doof. Da muss ich da einfach runtergehen und dann ist gut. Alter, please. Nein. Ach Gott. Nein! War zu schnell. Kriege ich die Münzen eigentlich jedes Mal? Nee. Schade. Aha! Guck an. Ich sag's ja, Rätselmeister. Hinweis des Suchtrupps Onyx. Das Kennwort ist der Name von etwas, das sehr hohen Wert hat. Sehr hoher Wert. Okay, das kommt jetzt nicht mehr mit Algen hin. Perlen. 2 Silben, etwas im Meer, sehr hoher Wert mit N. Jo, Perlen vielleicht. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen?
Ah, okay, warte, kann ich die hochschießen? Scheint fast zu gehen, ne? Ach. Mann. Oh. Shit, okay, krass. Ich hab den doch getroffen. Gemein. Das Kennwort ist eine Mehrzahl. Perlen. Ich glaube, wir sind da was Gutem auf der Spur. So, was ist hier? Hier ist nix. Hä? Kennst du das Kennwort? Dann gib die 6 Buchstaben ein. Na, ein Glück habe ich bei Schnichis Pfeifherz immer so aufgepasst. Deine Angabe lautet Perlen. Düdüm. Gut gemacht, der Weg ist frei. Doch erst muss dann mir vorbei. Okay. Und was ist jetzt hier? Nix. Keine Ahnung. Jo, dann geht's mal gegen so einen Riesenkalmar jetzt hier, oder was? Feuer, okay. Du würdest mich doch nicht essen, oder? Au! Au! Alter! Alter. Schon wieder vergessen, gegen was sie anfällig sind, ne? Wo ist Mello jetzt hin? Ach, da kommt er wieder. Jo, wer bist denn du, alter König Kalmar? Feuer, okay. Dieses Schiff gehört mir jetzt, die Leine. Au.
Okay, dann dafür haben wir ja den Superfeuerball, ne? Dann kümmern die beiden sich immer um die Tentakel und wir machen... Wir machen die mit der platt. Au. Alter, was? Drücke A kurz bevor der Regen endet. Alter. Einmal können wir noch. Okay, Sandsturm, aber jetzt machen wir hier unsere Trio-Technik nochmal. Und wenn wir das machen, mache ich einmal diesen hier. Okay, der hat nicht so viel gebraucht. Oh doch, hat gereicht. Okay. Mit einer Blüte. Ende. 34 Erfahrung, 100 Münzen. Nice. Ich würde hier gerne mal gucken. Hä? Achso, okay. Nein, ich bin doof. Oh nee, wurde aufgefüllt, Gott sei Dank. Erstmal unten gucken. Zu stressig da oben. Da oben ist wahrscheinlich. Ja, okay, nur da oben geht's weiter. Null. Warte mal, kann ich an der Tröte noch was machen? Nee. Wir haben so viele Items über, ne? Müssen wir die besiegen? Nee, ne? Wir gehen einfach so weiter. Au. Ja. Hm.
Oh, Gino steigt gleich auf, sehr gut. Du sollst ihn hinten angreifen. Ach, dumm. Lichtsalbe, diese Strahlen treffen alle deine Gegner. Lade dich auf und brutzle alles weg. Das hätten wir schön nutzen können, um das Ding zu finden, ne? Shit. Oh, oder hätten wir auf seinem Kopf landen müssen? Ist zu hoch, wahrscheinlich, ne? Ja, stimmt. Egal. So, dann gehen wir hier weiter. Dahinter ist immer interessant. Angriff. So, zwei nehmen wir wieder mit. Oh, Mello auch. Level up, okay. Oh, drei sogar Angriff mehr nehmen wir natürlich mit. Hä? Da ist doch nichts. Komisch. Okay, Pilz. Eine Blufftruhe, genau. In Fachkreisen auch Mimik genannt. Die immer arschviel Damage machen, genau. Dann machen wir mal den Ultrasprung. Oder?
Ne, ist eigentlich den, ne? Weil wir haben ja nur einen Feind. Lol, okay. Au. Alter. Alter. Junge. Testen. Jo. Wir haben ja noch einen so einen Schutzbutton erhalten. Okay, nice. Wir haben ja hier noch eine Blumenkapsel, die können wir jetzt nutzen. Wir haben noch die kleinen Pilze. So, easy. Easy peasy, lemon squeezy. Okay. Da müssen wir irgendwie auf den Grund. Hier nämlich. Gern schon mal gegen euch kämpfen. Blub, blub. Das ist auch eine Tür. Ich will erstmal gucken, hier, dass ich hier die Froschmünzen kriege. Ja, lol. Easy. Gino regelt. Das war schlecht. Oh.
Schlecht. Ich glaube, die haben wir noch nicht gehabt, ne? Oh Gott. Alter. Schisikowski. Alter. Au. Wiederkehr. Oh. Okay, das ist ganz klar mehr so der Healer. Aber ganz schön langer Weg in die Schatzkammer, ne? Was ist da hinten? Ja, gesehen. Beim Adlerauge. Schutzring. Brauchen wir nicht. Oder? Nee, brauchen wir nicht. Ah, okay, guck. Ha! Ha, was geht denn hier vor? Wer bist du? Wie bitte? Ein Stern sucht ihr? Gern doch. Wir lassen euch jetzt Sterne sehen. Ha! Ihr hättet sowieso Pech gehabt, Landratten. Wisst ihr auch wieso? Weil alles, was ins Meer fällt, nämlich rechtmäßig dem großen Johnny, unserem Kapitän, gehört. Klar soweit, ihr trockenen Tropfe? Und jetzt gibt's einen Satz heiße Kiemen, ihr Schiffsschleicher. Als ob. Ja, jetzt gibt's einen Satz heiße Kiemen und ihr seid alle One-Shot, oder was? Na, das ist ja mal eine tolle Leibgarde, ey.
Ja, seid ihr stärker, als es den Anschein hat. Wir sagen besser auf dem Oberdeck Bescheid. Los, Matrosen. Blinde Passagiere an Bord, wo stecken die Ratten? Hallo, wo steckt ihr Ratten? Dass sie getürmt sind? Da, auf ihn, Männer. Ha, hier, Geschenk des Hauses. Ha, was für ein Ausweichmanöver. Lol. Wie habt ihr es so schnell hierher geschafft? Ist doch egal, euer Glück ist nun zu Ende. Keine dahergelaufenen Landläuse hier, klar? Und das war schlecht. Okay, easy. Ganz schön zäh, ihr Bilgratten. Also gut, ihr dürft durch zu Johnny. Und dann kommt Johnny. Ach, guck mal. Du bist also dieser Mario, ja? Aha, dann sag doch mal, was will so eine halbe Portion von mir? Diesen Stern hier? Der ist in meine Wässer reingeplumpst, also gehört er laut Seerecht mir, laut meinem Seerecht. Und rausrücken tue ich den nicht so einfach. Denn wenn du ihn haben willst, musst du schon drum kämpfen. Boah, der war fies, aber verzögert. Das nenne ich mal den Kampf, bis mit allen Meerwassern gewaschen. Oh, nice. Alter, schon dreimal Glück. Schlecht, Leute. Was hältst du von dem Kapitänsduell, Mario? Nur du und ich im Zweikampf. Wird bestimmt lustig und lehrreich, für dich jedenfalls. Männer, macht Stimmung und feuert euren Kapitän an. Das hat nicht so viel gebracht. Okay, das. Okay, der kann ja nichts. Das macht einen super Feuerball bei ihm. Ach komm, der macht ja gar keinen Damage, der Junge. Sind wir so OP? Dass die Bosse halt einfach kein Damage mehr machen? Also zumindest bei Mario nicht? Crazy. Chance auf doppelte Münzen. Verdoppeln oder alles verdienen, willst du es fahren? Klar.
Oh, bin schwer beeindruckt, Kumpane. Das Sternchen habt ihr euch zurecht verdient. Kleines Andenken an unser Kämpfchen, ja? Nice, Freunde. Stern Nummer 5. Na, guck mal an, 2 noch. Und dann keine mehr. War euch ja ganz schön wichtig, das Sternchen. Naja, mir soll's recht sein. Und nun runter von meinem Chef mit euch, ehe ich es mir noch anders überlege. Captain Johnny ist der schlauste, stärkste und scharfzahnigste von uns allen hier an Bord. Der würde selbst im Schlaf noch kämpfen, was unser Captain sagt, das tun wir. Brombeersaft, 100% Fruchtanteil. Beste Wahl, sieht lecker aus. Hüpf auf die Sprungfeder im Kämmerchen, dann gelangt ihr wieder raus ins Trockene. Los, probier mal. Boing. Nice. Habt ihr den Stern gefunden? Wie gehorsam von euch. Doch hier endet eure Reise, ihr gutgläubigen Narren. Habt schließlich nicht die leiseste Ahnung, wer ich bin, oder? Speerfried ist mein echter Name. Einer von Schmiedrich Schergen. Hättet ihr nie erraten, was? Nein, ganz ausgeschlossen. Niemand kann schlichte Persönchen aus dem niederen Volke so gut imitieren wie ich. Eure Suche nach den Sternen bereitet Meister Schmiedrich großen Verdruss, wisst ihr? Und wenn ich ihm den Stern hier bringe, habe ich bei ihm einen dicken Stein im Brett. Dann mache ich Karriere. Oh, ich wittere Aufstiegschancen. Versucht gar nicht erst gegen mich zu kämpfen, rückt lieber den Stern raus, und zwar zackig. Ach ja, willst Ärger machen, wie? Was glaubst du, wird denn aus den wahren Bewohnern Küstenstädt? Ach, dahin sind die also. Was willst du, Roli? Nein, aber nicht doch. Halt, aufhör, ich bitte dich. Ah. Hört, gnadenlos durchgekitzelt. Ein schreckliches Schicksal für einen unschuldigen alten Mann. Stimmt's nicht? Okay, her mit dem Stein. Wow. Nein, wagt es ja nicht. Ihr zwei wollt doch nicht etwa... Nein, nicht doch. Ai. Gehört, gnadenlos durchgekitzelt. Nein. Alle 4 nochmal. Ah, nicht schon wieder. Warum wollt ihr denn nicht denn? Ja, ja, oder so. Ich kann nicht mehr. Gehört gnadenlos. Ja, ja, ja. Nein. Röchel. Nein. Okay, hier passiert nichts mehr. Schade. Dann müssen wir ihm wohl doch erstmal den Stern geben, was? Sehr brav, musst du mir ja nicht mal die Hände schmutzig machen. Manchmal macht mir mein eigenes Genie Angst. Kein Wunder, dass ich ein solch bedeutender Scherge bin, mit glänzenden Aussichten. Alle herhören, wir kehren zurück zur Festung. Unsere Mitfahrgelegenheit sollte gleich hier eintreffen. Haben wir dem, wir haben dem noch was safe. Ach nee, der ist echt weg, der Stern. Lol. Ist abgeschlossen. Spät dran, die Klinge, was sie wohl aufgehalten hat. Wenn wir nicht bald verschwinden, dann... Na prima, Mario hat uns eingeholt. Dann bleibt nur noch ein Ausweg. Schwimmen, los. Und dass mir keiner Rost ansetzt. Nicht so flott, Sprotte. Der Stern da war ein Geschenk an Mario, meinen liebsten Süßwassermatrose von allen. Ihr schmierigen Schleicher, wahrlich keinen Funken Seemannsehre.
Jetzt lassen wir euch über die Planke laufen. Na, guck mal an. Captain, vielleicht sollten wir Mario ja das Vergnügen gönnen, hier klar Schiff zu machen, oder? Es geht zur Sache, wie? Dann ist wohl Zeit, die Maske abzunehmen. Vereinen zur Sperrgeschalt. Jo, schöner Ort auf jeden Fall für den Kampf. Speerfried, ey. Elektro. Okay, perfekt. Junge, was geht bei dir? Will ich hier irgendwie so ein... Das? Ach, schade, dachte ich mir. Scheiße, ihr habt das andere Ding gar nicht mehr, ne? Ja. Erstmal einmal die Trio-Technik. Sehen wir ein bisschen healen hier in dem Kampf, ne? Oh. Och, lol, das war's ja schon. Chinos sind auf Level 15. Oh ja, Angriff. So ein Unglück. Wie es scheint, hat es nun auch Schmiedrich auf die Sternstücke abgesehen. Welche unangenehme Überraschung er wohl für Mario im Ärmel hat.
An meinen Kumpel Mario. Grüß dich, Smoothie. War sicher ein Kinderspiel, den alten Sperrkopf zu versenken. Stimmt's? Die Alunken aus meiner Crew sagen, sie haben was am Himmel fliegen sehen. Und zwar eine riesige Axt. Ob das einer von schmiedrig schmierigen Schergen war? Falls ja, dann kauf ihn dir. So, die Luft hier ist mir nicht salzig genug. Da bin ich mal wieder weg. Schau vorbei, wenn du magst, ja? Liebierige Grüße und auf bald, dein Jonathan Johnny Jones. Geil, Mann. Ey, so ein schönes Spiel, Leute. Ich liebe es wirklich. Tja, guck mal an. Hurra, vielen Dank. Endlich können wir hier raus. Hier ist es eng und dunkel und muffig. Hey, hast uns echt aus der Klemme geholfen. Dann bis später, Kumpel. Hier drin war es wirklich sehr unschön. Vielen Dank für deine Hilfe. Danke dir. Ja, danke dir. Komm mal wieder vorbei. Ja, komm mal vorbei. Vielen Dank, dass du uns befreit hast. Die Arbeit ruft, aber besuch mich doch mal in meinem Gasthaus. Ich freue mich schon. Mario, ich danke dir von Herzen, dass du unser schöne Küstenstadt gerettet hast. Ich nahm die Kitzelstrapazen tapfer auf mich. Schließlich bin ich der wichtigste Mann im Ort. Bist du selbst eigentlich kitzelig, Mario? Ach ja, ich habe hier noch etwas für dich. Bitteschön. Eine Münze erhalten, lul. Okay, danke. Ich bin ja so froh, dass für die Küstenstädte alles gut ausgegangen ist. Einfach unschuldige Leutchen entführen und in so eine ordinäre Bude einsperren, hat man Worte. Das sagt der Richtige. Also bei mir und meinen Schergen, da würde sowas nie vorkommen. Bitte? Du hast mich doch vor kurzem selbst gekidnappt. Aber nicht in so eine Bruchbude. Sieht es dabei auch keinem was. Das beweist Fingerspitzengefühl. Jawohl. Und jetzt Abmarsch. Diese schimmelige Entführungsstätte beleidigt meine feine Nase. Also gut, wir sollten uns gleich mal im Ort umhören, wo wieder alles beim Alten ist. Vielleicht weiß ja jemand, wo es zum nächsten Sternstück geht. Irgendein Jüngchen vom Quappenquell ist kürzlich hierher zu uns gezogen. Ah, okay. Habt ihr jetzt auch neue Waffen? Ach, guck mal. Hä? Hereinspaziert, guter Freund. Willkommen in der Küstenstädter Käferbörse. Wir sind Fachleute für alles, was kreucht und krabbelt, so sonst wie durch die Welt käfert. Kleine Erläuterung gefällig, was es mit den Käfern auf sich hat? Jo. Roger, Roger. Ich erzähle dir, wie unsere Börse funktioniert. Als erstes bräuchtest du eine Käferschachtel. Kostet 50 Münzen. Dann kann der Spaß schon losgehen. Mit dem Schächtelchen machst du dich dann zu Borstus Hügel auf. Dort wimmelst du nur so von kostbaren Krabblern, weißt du? Wenn du dann dort deine Käferschachtel hübsch gefüllt hast, komm einfach wieder zu mir und hol dir Münzen und einen Froschgroschen ab. Alles Weitere steht auf dem Zettel dort oben an der Wand. Okay, wir kaufen unsere Käfer. Käfermännchen 50, Käferweibchen 1. Goldkäfer, ein Froschgroschen. Nehmen wir uns mal mit, werden wir wahrscheinlich jetzt nicht machen, aber... Unverkennbar, sehr schön, dann ist ja alles klar. Willkommen in meinem Waffenladen. Guck mal, ein Krötenstab. Guck mal, eine Doppelfaust. Erstmal wieder an die neuen Waffen gewöhnen. Rüstungsgeschäft. Eine Happy-Latzhose, okay. Bringt nichts. Sollten wir das mal für ihn machen? Dass er ein bisschen mehr Defense noch hat? Ja, wir machen so viel Damage, ne? Hier in diesem Ort gibt es einen seltsamen Laden, der immer nach Käfern sucht. Ja, da war ich eben. Hallöchen, Mario. Wir haben hier in unserem kleinen Laden allerlei gesunde Sachen zum Essen und Trinken. Tu dir doch einen Gefallen. Habt ihr... Welches war denn das? Nee. Habt ihr nicht. Schade. Grüß dich, ich bin Pilzboy.
Das andere Pizza ist über einer Kette. Ja, hab ich. Hä? Okay. Ach, wie heldenhaft du uns gerettet hast. Ich bin dir wieder so dankbar. Aber ja, eine Sache. Nur hast du dir nicht mal überlegt, dir etwas mehr Nunia Flair zuzulegen? Und damit meine ich Accessoires. Es ist nichts, was ich nicht schon habe. Wie klingt die Melodie heute? Ich finde die Retro-Mucke hat einfach viel mehr Charme. Kannst sagen, was du willst. Komm, speichern einmal. So, da war das. Ich habe noch nie im Leben das Meer gesehen. Es ist uns unglaublich groß. Die Reise hat sich gelohnt. Das ist immer. Mario, wenn du zufällig nach einem Stern suchst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Weit, weit weg, noch hinter Randland, liegt ein Ort, in dem nur Monster wohnen, aber liebe, friedliche Monster. Neulich war ein Rattenmonster hier bei uns, das prahlte laut von einem wunderschönen Stern, den es dort gäbe. Wo dieser Monsterort liegt, weiß ich zwar nicht, aber wenn du den Weg ab hier schön folgst, gelangst du sicher hin. Okay, cool. Ach, hier ist, ach ja, den meinte er. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Wir können erstmal noch sparen. So, der Weg ab hier. Aber wo ist denn der Weg ab hier? Aber der wird mir mit Sicherheit gleich angezeigt, ne? Haben wir jetzt hier alles abgeferkelt? Ich glaube. Gehen jetzt einmal kurz auf die Map. Ach, da hoch geht's. Nach Randland. Okay, perfekt. Freunde, wir werden jetzt noch einmal hier speichern. Und dann haben wir unser Soll für heute, glaube ich, wieder erfüllt. Nämlich 2 Sterne erreicht. Macht 5 von 7. Und wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende dieses wunderschönen Spiels. Ich hoffe, ihr habt dabei genauso viel Spaß wie ich. Ja, und wenn es euch gefällt, Daumen und so auf YouTube dalassen. Ihr kennt das ja, das Spielchen.